Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von The World Answers You Final Remix. Im letzten Part sind wir immer noch auf dem Weg ins Wildcat, sind immer noch nicht da, wir sind aber bis Kaufhaus Shibo gekommen. Wir haben gesehen, dass es hier ein sehr interessantes Item gibt. Ich habe offscreen ein kleines bisschen gefarmt, muss ich dazu sagen. Dann habe ich mir 3 von den Dingern geholt und die auch schon verwendet im Training. Und ich bin jetzt auch Höchstlevel. Gehe aber mit Level 96 umher, damit ich halt wirklich noch so ein kleines bisschen Spielraum habe. Wir müssen jetzt gucken, dass wir an Shibuku-Heads vorbeikommen und dann... Oh, hier ist wieder einer. Ihr wollt durch diese Mauer löschen alle Neues in dieser Gegend. Ugh. Hoffentlich sind das nicht zu viele, weil hier war ich jetzt noch nicht. Hoffe, die Neues-Dichte ist jetzt nicht so heftig. Sieht aber danach aus, als wenn die heftig wäre. Und vor allen Dingen dann noch die Elefantensymbole. Das sind natürlich mit die schwersten. Und wir haben Restore, Curse, Split und Raven Ball. Oh Gott. Irgendwas sagt mir, dass wir hier gewaltig auf die Fresse bekommen können. Gut, dass ich auf normal gestellt habe, was ich übrigens fürs Training gemacht habe, damit ich halt so ein bisschen schneller hier durchkomme. So, ich arbeite jetzt auf eine Level-3-Fusion hin. Schade, dass wir hier keinen Synchrave haben. Das wäre jetzt witzig. Oh. Ich mag diesen scheiß Rave Ball nicht. Raven Ball. So, oh, wir mussten uns schon 2-mal Auto heilen lassen. Das ist übel. So, und ich spiele auf normal. Uiuiui. Ui, ui. Also ich hoffe, wenn das Konzept ist, dass sie für ein mögliches Sequel benutzen wollen, dass sie das ein bisschen entschärfen. Weil es ist schon ein bisschen härter. Es könnte vielleicht dann für Newcomer ein bisschen schwer werden. Sehr gut. So. Okay. Kleine Heilung durch eine Fusion. So. Aber danach baue ich wieder nur größere Fusionen auf, weil die machen halt mehr Damage. Das lohnt sich nicht, immer nur Level 1 Fusionen zu spammen. Weil die Neues sich ja teilen. Die können sich ja hier vermehren wie die Kanickel. So. So, bevor er sich teilt, ich muss hier richtig raufknallen. Haben wir es geschafft? Super, erste Runde erledigt. Ah nee, ja doch. Erste große Runde erledigt und wir haben Taffeit erhalten. Sehr gut. Und wie viel? Wow, 30.000 Yen. Nicht schlecht. So. Ist hier irgendwas in den Ecken? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier hin. Hier sind 2, 3 Symbole. Ja, damit. Watch
sehr gut. Sehr gut. Oh, Neko, weich aus. So. Sehr gut. Alter, Neko. Sehr gut. Und wir haben gleich für die nächste Runde noch eine Level 3 Fusion. Zwei Fusionen. Beziehungsweise Level 3, wenn ich die vernünftig noch aufsetze. Nee. Oh. Sehr gut. Sehr gut. 5.1. Oh, oh. Das war ordentlich. Ich find's cool, dass Tatakai hier auch öfter spielt. Das Lied mag ich sehr. Oh, ich muss mich immer zusammenreißen, nicht mitzusummen. So, wo ist hier noch irgendwas? Nee. Was ist das? Es wird heiß? Oh. Aber hier sind noch zwei große Neues. Oh je. Sehr gut. So, let's go, Reed. Weitermachen gleich. Ah, der Raven Ball. Ich mach mal lieber eine Level 2 Fusion. Sehr gut. Sehr schön. Gleich in die nächste Runde. Sehr gut, gleich heilen.
I don't think so. Take this! Come and get it! Lame! Sehr schön. Wo ist denn der letzte? Da sind die letzten drei, okay. So, um mich vor dem Raven Ball zu schützen, habe ich jetzt mal kurz, auch wenn es eine Level 1 Fusion ist und kaum was bringen wird. Hier. Pick it up, phone. I'm there. You call that a sehr schön. Ach ja, das war Essen, was ich noch ausgerüstet hatte. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir essen können. So. Was ist hier? Ist hier noch was? Und noch viel mehr. Okay. Oh, da sind noch welche. Hoffentlich sind das dann alle. Ich möchte schon auch in ein anderes Gebiet kommen heute noch. Jetzt. Hoffentlich ist jetzt keiner in Unverwundbarkeitsmodus gekommen. Sehr gut. Boah, das war gerade sehr blöd von mir. So. Den weg. Egal. 3,9 sollte reichen. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Sehr schön. So, ich denke, Fusion sollte reichen. Hier. Sehr schön. Soweit ich das sehen kann, war da auch keiner im Unverwundbarkeitsmodus. Kann natürlich sein, dass jemand am anderen Ende vom Screen ist. Nee. Super. Sehr schön. Da ist noch einer. Ich hoffe, ich habe damit dann wirklich alle Neues vernichtet. So.
Sehr schön. Gut. Vielleicht haben wir es. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, wir haben alle erwischt. Sieht so aus. Super. Sehr gut. So, waren das alle? Ziel erfüllt, Mauer geöffnet. Yes! Und Mut Plus erhalten. Und wir sind endlich da. Wir sind endlich in der Cat Street. Was war das? Hello. Thank you. Okay, hier war jetzt nichts, aber was war das gerade? Hä? Dann gehen wir mal ins Wildcat. Mr. H! Hi, Jungs. Ich bin froh, dass ich euch nicht in die Irre geführt habe. Und die junge Dame ist... Einfach die süßeste und niedlichste Reaper überhaupt. Coco! Ein Reaper, so? Nicht einfach irgendein Reaper. Ich bin die süßeste von allen. Na dann, kommen wir zum Geschäft. Ich nehme an, ihr Jungs wollt wissen, was hier los ist. Oder noch wichtiger, wo hier ist. Moment! Da komme ich schon nicht mehr mit, Ageman. Zu schwierig für dich, Kumpel? Natürlich nicht. Einfach raus damit, yo. Wie du willst, seht ihr, in Shibuya ist eigentlich ein neues. Was? Hä? Shibuya? Welcher Teil davon denn? Alles. Die ganze Stadt, alles um euch herum ist ein riesiges neues. Hey, Phones. Was? Kapierst du das, was er sagt, yo? Mehr oder weniger? Verdammt, ich nämlich nicht. Es kann doch gar nicht sein, dass die Stadt ein neues ist, oder? Hab ich's nicht gesagt? Das klingt doch so unglaubwürdig. Lol, wer kann denn überhaupt so ein Riesenneues machen? Ein Reaper. Und zwar ein ziemlich mächtiger. Aber seit wann können sie eine ganze Stadt nachbauen? Das können sie nicht, jedenfalls nicht die normalen Reaper. Ich habe noch nie einen getroffen, der so etwas Beeindruckendes fertigbringt. Bis heute heißt das. Nein! Hä? Das kann nicht sein! Wie, hast du etwa geglaubt, du kannst mich täuschen? Coco? Moment mal, sie ist dieser komische Anrichter. Dann waren alle Leute und der Ort, den wir gesehen haben, nur ein Teil deiner Illusion. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen, junge Dame? Sie? Ich kann nur sagen, ihr seid mir echt furchtbar auf die Nerven gegangen. Ich habe echt gedacht, da stimmt was nicht, weil ihr nicht mitgemacht habt, was ich wollte. Wahrscheinlich hat eure echte Persönlichkeit sozusagen von draußen gestört. Du hast uns die ganze Zeit angelogen? Du hast uns reingelegt, yo! Merkst du das auch schon? Ihr hättet doch echt nur den Ausgang zu finden brauchen. Und wo hätte sie das hingeführt? Als ob ich dir das sagen würde, Stoppelgesicht! Dann müssen wir dich eben zum Reden bringen. Oh, da habe ich aber Angst. Ich lach mich schlapp. Für diejenigen, die The World of the You kennen, macht Haneko mal nicht böse. Du könntest auch mir auch gar nichts tun, selbst wenn du es probierst. Dieser Körper, den du da hast, ist auch ein Teil des Neues. Ich wollte es euch leicht machen, aber nein. Jetzt habe ich keine andere Wahl und ich muss euch mit in den Yuji schleppen. Hä? Noch mehr Neues. Und die sehen übel aus, yo. Und... Alter, ist dieses riesige Ding über dem 104 da? Na gut, Jungs, ich habe getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr dran. Schaltet einfach die Quelle des Neues aus, dann wird alles wieder normal. Ach, du weißt auch nicht, wann du die Klappe halten sollst. Jetzt hau schon ab!
Alter, hat sie gerade... Keine Sorge, Mr. H, wir machen das. Hat sie gerade Mr. Hanekoma zur Seite getreten? Alter, diese kleine Bitch. Sowieso, generell. Alter. Coco ist ein Schwein. Wirklich jetzt mal. Wir machen das jetzt vor uns, aber sowas von. Was ist dieses Vieh? Das ist jetzt wohl ein Boss, wie es aussieht. Oh, Split? Der kann nach und nach die Penalties aufrufen? Heißt das, er kontrolliert die ganzen Dissonanz-Noise? Oder Dissonanz? Dann erledigen wir die mal alle, bevor er noch irgendwas Schlimmeres auf den Tag ruft, wie Curse. Ah, die war nicht sonderlich gut. Aber das Ding sitzt auch in so einer komischen Blase. Heißt das, wir machen echt keinen... Doch, wir machen Schaden. Aber nur, solange er die Blase nicht hat. Okay. So, jetzt haben wir Curse und Restore. Wir müssen jetzt alle Noise ausschalten, oder wie? So, da müssen wir uns jetzt aber auch ein bisschen beeilen. Wegen dem Curse Damage. So, sehr schön. Am besten benutze ich gleich die Fusion, damit wir die kleinen Viecher schnell erledigen können. Und unsere Pins dann für diesen Boss aufheben können. Ich frage mich, was das ist. Ist das ein Elefant? Oder ein Ameisenbär oder sowas? Also es hat auf jeden Fall einen Rüssel. Es könnte noch einen Rüssel haben. Also für mich sieht es aus wie ein Elefant. Aber auch nicht ganz. Also es hat nicht dieses typische... Elefantendings. Was haben wir jetzt? Wow! Das Ding hat Augenlaser. Wirklich? Und kann wohl ordentlich Schaden austeilen. Aber schon interessant, dass das auch mehrere Phasen hat. Aber für das Ding baue ich mir eine größere Fusion auf. Das lohnt sich nicht mit einer Level 1 Fusion. Das ist ja der Boss direkt. Oh, was macht er jetzt? Raven Ball. Oh, scheiße. Aber ich find's cool, dass man so diesen Dissonanz-Noise noch so ein bisschen mehr Screentime gibt. So. Sehr gut, 4,9. Das sollte die Dinger, denke ich, aufhalten. Hm.
Moment, ich habe jetzt nicht gesehen, welche... Oh, wieder Raven Ball. Sehr gut. Sehr schön. Oh, wir haben ja kaum noch HP. Ich heile mal schnell. So, ich weiß, es ist nur eine Level 1 Fusion, aber es knallt auf jeden Fall ein bisschen Damage rein. So. Aber schon interessant, dass Coco letzten Endes auch die Drahtzieherin war. Aber das erklärt, warum sie uns gegen... Oh, Restore, Split und Curse. Okay. Das erklärt auf jeden Fall, wieso sie uns gegen Hanekoma aufwiegeln wollte. Weil wir wissen ja, dass Hanekoma vertraut werden kann. Weil wenn einer viel über das Spiel weiß, dann ist es Hanekoma zumindest. Oder... der richtige Joshua und nicht der Yoshia, den wir hier in dieser Welt getroffen haben. Weil, beziehungsweise in dieser Noise. Sagen wir es mal lieber so. Weil Coco hat ja mehr oder weniger bestätigt, das ist nicht das richtige Shibuya, es ist ein Noise. So, bevor er jetzt wieder die nächste Sache macht, gleich eine Fusion rein. Sehr gut. Ich denke mal, das wird einiges gefressen haben. Oh ja, einiges. So. Sehr gut. Oh! Heilen, schnell! Sehr schön. Da war also noch diese komische kleine Fledermaus. So, jetzt haben wir dich wieder an den Augen. Oh, er hat jetzt ein anderes Pattern. Sehr gut. Oh, wir haben ihn besiegt. Schön, das war's also mit dir, kleines Fanti. Ich glaube zumindest, es ist ein Elefant. Ich sollte vielleicht mal nachgucken im Noise Report, wenn wir fertig sind. So. Ich frage mich nur, wo hätte Coco den Ausgang versteckt? Moment, wo sind wir? Jo, sieht aus wie Odegawa. Waren wir gerade nicht im Café von dem H-Man? Und was macht Öhrchen noch hier? Au. Nachdem wir die Noise ausgelöscht haben, sind wir wohl endlich wieder in der Realität. Heißt das, dass Shiki und Rhyme auch noch am Leben sind?
Hallo? Nico, hier ist Shiki. Alles okay bei dir? Ja, sie sind am Leben. Bei mir? Ja, alles klar. Da bin ich aber froh. Weißt du, bei Mr. Muse eine Naht aufgeplatzt. Und ich hatte das Gefühl, dass etwas Schreckliches passiert. Nö, einfach noch ein Tag im RG. Okay, tut mir leid, dass ich überreagiert habe. Und was Mr. Mew angeht, ich muss dann morgen Stoff kaufen und ihn wieder flicken. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Toll, ich schreib dir dann. Bis gleich. Klingt gut. Hey, Phones. Ist es okay, wenn ich auch mal telefoniere? Endlich! Ich weiß, dass Geduld eine Tugend ist, aber das Warten macht mich wahnsinnig. Ryan, bist du das? Beat? Natürlich bin ich das. Warum hast du Nikos Handy? Ryan, du lebst noch. Ich dachte, du wärst hinüber. Yo. Das könnte ich von dir auch sagen. Wohin bist du denn verschwunden? Tut mir leid. Mir ist einfach was dazwischen gekommen. Kein Ding. Ich bin eh noch beim Einkaufen. Willst du mitkommen? Und ob. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich da. Yo. Okay, wir treffen uns dann im Park. Bis dann. Booyah. Wir haben es geschafft, yo. Klar doch. Ich bin nur froh, dass alles wieder normal ist. Hey, was machen wir mit Öhrchen, yo? Wir können sie nicht einfach da lassen, oder? Yo, Achtung! Ach du Scheiße, was passiert jetzt? Hä? Sie hat eine Waffe! Was? Hä? Er hat Coco geschossen. Aber Coco hat vorher Neko geschossen. Auf Neko geschossen und ist er jetzt? Was ist hier? Oh mein Gott. Hä? Er ist verschwunden. Aber wohin? Das sind doch die Gebäude vom Anfang. Das Reaper-Symbol. Es flackert und die Gebäude verschwinden. Und... Hä? Da ist das Mädchen! Aber... Was hat das jetzt alles zu bedeuten? Zu spät. Alles vorbei. Hä? Shinjuku ist offenbar ausgelöscht worden. Sieht so aus. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal eine Inversion zu sehen bekommen. Und das direkt vor der Haustür sozusagen. Inversion? Im eigenen Vorgarten. Schon erschreckend, wenn plötzlich Neues im RG auftauchen. Und was war mit dem Mädchen? War sie für die Visionen verantwortlich, die Neko hatte? Die Teaser? Ja, irgendwie muss er sich mit ihr synchronisiert haben. Zum Glück ist sie der Auslöschung entgangen. Sie ist schon was Besonderes. Und wir sollten unsere kleine Reaper-Freundin nicht vergessen. Da kommen ein paar verrückte Katzen auf uns zu. Dann ist das hier die Ruhe vor dem Sturm. Und wer weiß, was dabei aus Shibuya wird. Aber das ist jetzt ihr Problem, nicht unseres. Und was ist mit Neko? Ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Alter! Du hast gesehen, wie Coco ihn erschossen hat und du... Was hast du mit ihm gemacht, dass du ihn auf einmal nicht mehr brauchst? Alter, was? Und vor allen Dingen die Teaser. Ich wette, Nomura hat ihm das in den Mund gelegt. Die Teaser. Und was jetzt? Wie geht's weiter? Du vielleicht nicht, du Nerd. Das Spiel kann ohne Neko nicht weitergehen. Also brauche ich ihn. Und wenn er überhaupt eine Chance haben soll, braucht er einen sehr starken Partner. Moment mal, ein Spiel, das weitergehen soll? Und ein sehr starker Partner? Okay, warte mal. Teasen die da gerade Neko und Sho? Wenn diese Idioten so unbedingt kämpfen wollen, dann sollen diese kleinen Noobs doch mal herkommen und sich plätten lassen. Als ob wir da verlieren könnten. Wir. Mehrere.
Was tut sie da? Ja, das ist er! Das ist Show! Und was? A new day begins mit Z. Und das Z sieht aus wie eine 2. New 7 days. Und das Mädchen mit Mr. Mew in der Hand und Kopfhörern auf. Das ist außerdem dieses Bild, was ich mal erwähnt hatte in einem der Parts vom New Day. Mit dem Mädchen, das angeteasert wurde. Und wenn ich jetzt weiter drücke, wo lande ich dann? Kommt da noch irgendwas? Oder war es das jetzt? Das war's. Das war's? Alter! Okay. Ich muss jetzt einmal durchatmen. Mich beruhigen. What the fuck? Okay, also. Wenn ihr jetzt kein Sequel macht, Square Enix, dann werde ich stinksauer. Und ich glaube, alle, die das hier gesehen haben, auch. Und tut mir leid gerade für das Ear-Raping. Das war nur gerade alles ein bisschen viel für mich. Okay, fassen wir zusammen, wie jetzt diese Episode geendet hat. Ich weiß nicht, was mit Beat ist. Neku ist verschwunden und wurde vorher von Coco erschossen. Coco ist böse. Shinjuku wurde ausgelöscht und Neku hat's gesehen. Da kommt ein komisches Mädchen und sie ist einer Auslöschung entgangen und keiner weiß, wo sie ist und was mit ihr ist. Und Hanekoma sagt einfach nur die Teaser. Wenn es jetzt kein Sequel gibt, ich wusste, dass A New Day ein Sequel-Bait sein wird. Das ist häufig so in Spielen, die Zusatzcontent bekommen. Und so weiter und so fort. Und viele wünschen sich auch ein Sequel zu The World Ends With You. Und ich bin baff. Ich bin baff über dieses Ende und ich will, dass ihr schnellstmöglich da auch mal Infos zu rausgebt. Weil das sah so genial aus. Ich fand auch den Final Boss der Episode ziemlich genial. Muss ich wirklich sagen, dieser Elefant oder was auch immer das ist. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lande, wenn ich nochmal in das Spiel reinspringe. Ich mache das jetzt einfach mal, damit ich nochmal in den Noise Report reingucken kann. Moment mal. Glückwunsch, du hast ein neuer Tag abgeschlossen. Bitte wähle ein anderes Kapitel aus dem Startmenü, um dieses Kapitel zu beenden. Okay, heißt das, ich bin jetzt weiter im neuen Tag oder nicht? Ein neuer Tag 3. Ach, das war dann wohl der dritte Abschnitt. Das heißt, das ist nochmal in drei Dinger aufgeteilt worden. Aha. Das heißt, es gibt sogar noch mehr Berichte. Interessant. Also das ist echt... Puh. Ich bin immer noch völlig fertig von diesem Ende. Puh. Also das war definitiv Sequel Bait. Und ich bin hyped dafür. Und wie fand ich jetzt so den New Day? Also, es hat sich definitiv gelohnt, New Day zu spielen. Wirklich. Es hatte schöne neue Konzepte, von denen ich einige gerne in einem möglichen Sequel sehen wollen würde. Die Pins, die vermutlich neu sind, weil ich die noch nie zuvor gesehen habe. Es kann natürlich auch sein, dass die aus der japanischen Version sind, weil in Japan hatten sie ein paar andere Pins als wir und sie hatten auch andere Musikstücke als wir im DS-Original. Und im Solo-Remix waren dann Remixes davon dabei und das ist ja jetzt wieder anders. Das heißt also, es könnte ja sein, dass sie diese Pins mit reingenommen haben und mich überrascht das mit Coco. Mich überrascht das mit Coco, aber sie war mir sowieso von Anfang an ein bisschen suspicious. Ich frage mich nur, was passiert wäre oder ob man das machen könnte,
mit, wir gehen einfach zum Ausgang, aber das scheint nicht möglich zu sein. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Und vor allen Dingen, ich bin enttäuscht von Joshua. Mal wieder. Weil, ganz ehrlich, ich weiß, er betrachtet Neko nur als Werkzeug. Aber es gibt auch gewisse Stellen, wo er Neko nicht so betrachtet. Und ich finde das ehrlich gesagt schwach, dass er ihn im Stich lässt. Und vor allen Dingen, warum war Joshua hinter Coco her? Oder war das jetzt einfach nur ein, dass man einfach nur eine ähnliche Situation darstellen wollte, wie damals mit Minamimoto und Joshua, als Neko damals erschossen worden ist, um in das Reapers Game überhaupt reinzukommen als Proxy. Und ich... Wow. Ich bin total fertig und... Aber ich muss wirklich sagen, es ist ein brillantes Ende für die Story. Also, hier jetzt. Ich erwarte trotzdem noch ein Sequel. Ich erwarte das. Ich erwarte das wirklich jetzt. Man kann nicht so hart etwas anteasern und dann nichts bringen. Ganz ehrlich, das muss ein Zeichen für ein Sequel diesmal sein. Nicht wie damals, wo sie einfach die Seite geupdatet haben, einen Timer losgelassen haben und dann kam der Solo-Remix. Das wirkt für mich wirklich wie ein richtiger Sequel-Tease. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so alles gefunden habt. Und zum Thema Geiz hatte ich ja schon was gesagt, dass ich die nach und nach irgendwie mal nachreichen werde. Aber The World Answers You ist für mich jetzt fürs Erste vorbei. Und ich werde einfach, wenn ich die Zeit dafür finde, dann immer etwas nachreichen. Und es war mal wieder wundervoll, sich diesem Spiel zu widmen. Ich bin überwältigt über die Sachen, die es mit der Switch ist, die es jetzt hier mit der Switch gibt. Ganz ehrlich, klar, okay, manche Sachen sind nicht so ganz gelungen, wie zum Beispiel die Joy-Con-Steuerung. Daran kann man noch feilen. Das schließt jetzt wirklich nicht ein Sequel aus. Und ich bin ehrlich, ich bin wirklich einer der Verfechter, ich möchte, dass ein Sequel kommt. Weil The World Ends With You ist für mich ein sehr schönes Spiel. Und ich finde, solche Spiele wie The World Ends With You sollte es öfter geben. Weil man auch sehr viel Individualität und Herz reingebracht hat. Und es ist sehr modern. Und das finde ich auch gut. Und vor allen Dingen, ich mag die Charaktere und alles. Und ich möchte einfach, dass es weitergeht. Aber gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen. Es war mir wirklich eine Freude, dieses Spiel wieder zu let's playen. Wir sehen uns dann demnächst in einem neuen Projekt. Bye bye, Leute.